Wasser her? Ah, vielleicht hier. Nein, kriege ich nicht. Oh Gott. So. Ups, hopp. Da hinten lang, nee. Hoch. Ich werde mal versuchen, da ein bisschen was von einem Lapis abzubauen. Dass er sich nicht die Füße verbrennt. Muss auch ungeheuer heiß sein. So. Hier lang. Lass mich wieder raus hier. Hier fühle ich mich unwohl. Hier ist Lava, da fühle ich mich nicht so wohl. Oh. Schön. Entspannt. Mach schon wieder mehr Kohle. Ey, immer diese riesen Kohle vorkommen. Das war jetzt hier nur 4 Kohlestücke, aber trotzdem. Oh. So. Hier war das Loch, wo ich mich reingebuddelt hatte, um das Eisen abzubauen und von dem Creeper berichtet hatte, der da mal reingehüpft ist. Das hatte ich jetzt nicht im Let's Play, sondern privat. Als ich Minecraft nur so richtig im Singleplayer privat gespielt habe. Oh, schaut mal da. Den Pisser, den kenne ich doch irgendwoher. Hey! Hey, wo ist der hin? Da! Nein! Verdammt! Na, treff den doch. So, geht doch. Gib mir die Pfeile, so. Hier hoch. Ist hier irgendwo Wasser? Nee. Sieht nicht danach aus, aber hier ist Eisen, das ist gut. Ups, ich falle auch nur hinterher, meine Güte. Wie viel Eisen habe ich eigentlich? Nur 50, ist gar nicht so ertragreich. Bis jetzt. Also, habe nicht so viel Rohstoffe bis jetzt. Außer an Kohle jetzt. Jetzt. Nicht später, sondern jetzt alles, ne? Okay, da kommt... So, jetzt hier erstmal Eisen abbauen. So 2 Stacks Eisen hätte ich dann schon wieder gerne mal. Wäre schon schön, wenn ich das hätte. Ach du lieber Himmel, ist das viel. Ah, danke. Hat geklappt. Da oben, nein, habe ich noch Eisen. Hier unten ist auch noch Eisen. Cool. Ist ja wunderbar. Ich weiß nur, wie ich in meinem allerersten Minecraft Let's Play, ich habe ja bis jetzt nur 2, ewig nach Eisen gesucht habe. Dann war ich so froh, als ich damals 2 Eisen gefunden hatte für die Schere. Manometer, da habe ich unter meinem Haus stundenlang rumgebuddelt, bin durch die halbe Welt gelaufen, habe nie Eisen gefunden, bis ich es dann irgendwann doch mal gefunden habe. Und dachte, wow, immer heftig. Fand ich schon geil. Aber jetzt hier, meine Güte, jetzt mache ich dich im Nahkampf fertig, du Scheißviech. So. Aber jetzt ist das ja nichts Besonderes mehr hier, so ein bisschen Eisen. Das muss ich immer wieder ansprechen, das Thema, wie sich Minecraft im Laufe der Zeit verändert hat. Das ist aber auch ein enormer Schritt, deswegen leckt das mittlerweile auch so. Am Anfang, die Alpha war noch mit am stabilsten. Na gut, da waren einige Bugs drin, aber... Ja, oder frühe Beta, sagen wir, frühe Beta war noch eigentlich mit am stabilsten, fand ich, weil ja, es gab einfach nicht so viel, was berechnet werden musste. Nicht so viele Blöcke, nicht so viele Tiere oder sich bewegende Sachen. Halt nicht so komplexe Verzauberungen halt. Das ist ja auch schon wieder ein Haufen Programmierarbeit oder ein Haufen Daten, was das Programm oder die Engine da einlesen muss. Zum Beispiel hier Stärke 2, also dass ich die Mobs schneller down kriege. Das ist ja auch eigentlich eine Veränderung der Waffe. Das ist... Oh. Aua. So. Da hinten ist noch Eisen. Das habe ich gesehen. Wunderbar. Das ist schön. Jetzt hier nochmal die ganze Kohle abbauen. Ach du lieber Himmel. Eine Menge Kohle wieder. Ist auch gar nicht viel manchmal so.
Aber naja, besser jetzt als nie. Irgendwann sag ich dann richtig, muss ich nochmal in die Höhle. Ich brauche Kohle. Ganz dringend für Cleanstones oder keine Ahnung. Dann nehme ich sie doch lieber jetzt mit. Auf jeden Fall schöne Lieder. Da. Aber das haben wir schon so oft gehört. Oder auch nicht, aber. Oh, das geht nicht. Nee. Lass ich jetzt einfach mal laufen. Nee, ich suche mir jetzt ein random Lied aus. Nein, was habe ich getan? Na, falsche Taste gedrückt. So. So. Da. Slow Burn. Ist übrigens das Ausrad-Lied, glaube ich. Ja. Oh, hier habe ich noch Wasser. Das ist schön. Aber ich habe da schon ewig nicht mehr gehört, was rausfliegt. Ah, hier. Dann kann ich mir hier mal kurz mein Eisen einschmelzen. Okay. Bau. Für alle Zuschauer, die es noch nicht kennen, das ist das Lied, was ich aus meiner Playlist eigentlich mit am liebsten mag. Bau. Oh, ich liebe das Lied einfach. Geil. Scortex blendet die Musik ja auch so ein wie ich. Also lässt sie im Hintergrund laufen und hat da riesige Probleme, sagt er immer mit. Der bleibt dann stumm und lauscht der Musik. Und ich bleib da nicht stumm. Ich werde mir ergriffen von diesen überaus brillanten Komposition von Kevin MacLeod. Ich meine, das ist doch geil. Doch geil. Ich liebe das Lied. Oder den ist ja kein richtiges Lied, ist ja mehr ein Song. Nee, Song auch nicht. Wie nennt man das? Lied ist es nicht, sondern ein Musikstück, genau. Boah, der klärt sich an wie von meinem Musiklehrer gemobst, ey. Ey, du machst voll deinen Musiklehrer nach. So. Hier nochmal das ganze Eisen. Oh, hier ist wieder eine Menge Eisen. Oh, meine Fresse. Nee, geil. Oh, da muss ich jetzt mal wieder zu abgehen. Boah, geil. Geil, 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 geil. Komm schon, lass mich schwimmen, lass mich schwimmen, lass mich schwimmen. So, Wassereimer habe ich mit. Das ist fein. Oh. Hier ist Eisen. Ich sollte jetzt echt mal tiefer gehen, um mir da irgendwo was Schönes zu suchen. Hier scheint tiefer. Boah, WTF! Springt die mich erstmal um die Ecke an, die Scheißspinne. Die da, wenn die geraten hat, dann hatte die echt Glück. Die sollte echt mal Lotto spielen gehen. Nein, oh nein. Boah, komm. Das mache ich so fertig, das Skelett. Oh nein! Ah. Kampf, Bogen gegen Bogen. Die aber auch für ein Aimbot drin haben, die Viecher, ne? Meine Güte, ey. Die haben echt einen Aimbot drin. Gut, die werden vom Computer gesteuert, also sind sie vom Prinzip her der Aimbot, aber trotzdem. Muss ich echt so viel Kohle abbauen? Na gut, ihr, wie ich schon gesagt habe, besser früh als besser jetzt als gar nicht. Ne? Irgendwann bin ich dann froh, dass ich es mitgenommen habe. Über 3 Stacks, naja, egal. Ganz fertig. Wenn man sich darüber noch freuen kann, wenn er das Inventar so zukleistert. Also, lässt du Diamanten für Kohle liegen, stell dir mal vor. Die sind auch mittlerweile häufig. So. Oder häufiger. Ein Pilz, aha.
Kohle, nein. Die habe ich jetzt mal nicht gesehen. Was macht denn da ein Zombie? Naja, egal. Er kriegt doch Maul. Wunderbar. So, erstmal jetzt was essen, schön. Na, warte, erstmal das hier wegessen. Da habe ich wieder einen Inventarplatz frei. Eichensetzling brauche ich. Und bleib. Bam. Und rüber rennen. Oh. Ist halt wieder runtergefallen hier. Ihr kennt mich ja, ich renne immer so meistens so lange voraus, bis der ganze Tunnel, in dem ich gerade bin, beleuchtet ist. Das ist ja eine Wendeltreppe gewesen jetzt. Bin ich gleich zu Hause, weil komme ich unten in meiner, bei meiner uralten Ruine, sag ich mal, raus. Eine Menge Eisen schon mal. Das geht mir auf den Senkel. Kommt jetzt überhaupt ein Lied? Ah ja, jetzt höre ich es. Cool. Boah, schon wieder Höhle leer. Irgendwo war es doch noch mal ergiebiger. Oh, guck mal da. Keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder rauskomme dann, aber ich kann mich ja zur Not irgendwo nach oben graben. So. Ach, das ist der Eichensetzling. Wollte gerade sagen, ist der creepy? Ja, klar. Ja, logisch. Zwei Endermänner und ein Skelett. Ja, genau. Skelett, versteck dich mal hinter den Endermännern. So. Nein, 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 nein! 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 Nein, jetzt nicht ehrlich, da ist jetzt... Oh, scheiße, dieser Kack-Creeper. Nein. Nein! Nein, 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 nein! Zum Glück hatte ich die verzauberten Gegenstände nicht dabei, aber trotzdem. Ma, das war so viel. Ich hatte so viele Sachen dabei. Oh nein!